komm zurück! Verdammt nochmal! Wir müssen hinterher! Wer weiß, was da draußen auf uns wartet. Jan, komm schon! Warte, Laura. Noch nicht. Was meinst du damit? Laura, die Akte! Wir sollten nichts riskieren. Niemand darf erfahren, wo die geheime Station ist. Du meinst, wir sollten die Akte verstecken? Ich meine, wir sollten die Koordinaten vernichten. Gib mir die Seite aus der Akte und ich verbrenne sie. Du hast recht. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Danke. Ich mach das hier schon. Lauf den anderen hinterher. Okay. Du willst es nicht kapieren, oder? Du kannst doch nicht einfach so rausrennen. Karin, was ist hier los? Wer ist das? Ich weiß nicht, ich bin gerade erst... Verdammt nochmal, Karin. Deine Leichtsinnigkeit wird dich noch einmal das Leben kosten. Und uns vielleicht auch. Genau, du bringst uns alle in Gefahr. Aber ich wollte doch nur... Ich habe... Schreit hier doch nicht so herum. Wir müssen nicht noch mehr Untote anlocken. Bitte helft mir. Sie sind hier, die Untoten. Ich habe... Mein Fuß. Ich war auf der Flucht. Oh mein Gott, diese Streuner, sie... Jetzt beruhig dich erst einmal. Was genau ist passiert? Wo sind die Untoten? Wir sollten schnell verschwinden, wenn die Fleischfresser hier draußen sind. Noch sehe ich keine Laura. Komm erst mal auf die Beine. Warte, ich helfe dir auf. Wie heißt du eigentlich? Danke. Ich bin Sophie. Ich habe diese Burg gesehen und wollte mir ein Nachtlager einrichten. Da wurde ich von diesen Streunern überrascht. Sie waren hinter mir her, aber ich konnte sie abhängen. Streuner? Du meinst die Fleischfresser? Ja. Ich dachte, ich hätte sie abgehängt. Und dann bin ich gestürzt. Mein Fuß. Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Keine Sorge, wir helfen dir. Laura? Laura, kennst du dich damit aus? Naja, ich bin keine Ärztin, aber ich kann es mir mal ansehen. Jetzt haltet mal die Füße still. Ich will erst wissen, wie viele hinter dir her waren, Sophie. Und wie genau bist du entkommen? Bist du gebissen worden? Mensch, Jan, das können wir doch auch noch später klären. Wir müssen ihr erst helfen. Wir müssen gar nichts, Karin. Ich will erst wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Jan, was soll das? Laura, vertrau mir. Also, wie viele Untote waren es? Und wie bist du entkommen? Wo sind die Untoten jetzt? Bitte helft mir. Wir müssen hier weg. Sie kommen immer näher. Es waren viele. Sehr viele. Wie viele waren es? Und wie bist du entkommen? Ich sehe keine Waffe. Jan, es reicht. Wir verschwenden hier nur Zeit. Wir sollten abhauen und uns in Sicherheit bringen. Man sieht die Hand fast vor Augen nicht und wir haben nur die Taschenlampe. Ach ja? Und die kleine Lady treibt sich hier ganz alleine herum, ohne Waffen oder Ausrüstung, entkommt einer Horde von Untoten und ruft dann lauthals nach Hilfe? Das kommt euch nicht merkwürdig vor? Worauf willst du hinaus? Na, das will ich jetzt auch wissen. Ich traue der Sache hier nicht. Sie irrt hier ganz alleine herum und wir sind zufällig in der Nähe und hören ihre Rufe. Und wo sind denn die vielen Untoten? Du hast recht. Wir hätten sie zumindest hören müssen. Aber sie war in Panik. Simon hat bei unserer ersten Begegnung auch merkwürdig reagiert. Sie hat einfach Angst. Ihr müsst mir helfen. Bitte. Und genau das glaube ich nicht. Schau sie dir doch an. Sieht man so auf der Flucht aus? Oder wenn man angeblich gestürzt ist? Das stimmt. Wenn ich uns dagegen so anschaue? Eben. Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Was wird hier gespielt? Was bedeutet das? Also, Sophie, Schluss mit der Märchenstunde. Wer bist du? Was meinst du? Ich sagte doch, ich bin Sophie und... Deine Geschichte kaufe ich dir nicht ab. Wo sind denn diese Streuner? Wenn sie dir auf den Fersen wären, müssten sie doch schon längst hier sein. Sophie, bitte, was ist hier wirklich passiert? Ich frage dich ein letztes Mal. Wer bist du und was willst du von uns? Die Streuner, ich meine... Rede, verdammt nochmal! Auf der Stelle! Es tut mir leid, wirklich. Ich wollte das nicht. Das müsst ihr mir glauben. Wie bitte? Was tut dir leid? Was ist denn hier los? Was redest du da? Es tut mir leid. So unendlich leid. Sie meint, ihr seid uns in die Falle gegangen, ihr Volltrottel. Scheiße! Oh nein! Was? Oh mein Gott! Und jetzt nimmt gefälligst die Pfoten hoch. Und keine Mätzchen. Ah, verdammt!
Dieses Miststück. Ganz genau, ihr verdammten Versager. Und jetzt auf die Knie, ihr Maden. Jetzt wird abgerechnet. Ich fürchte, das war's. Das überleben wir nicht. Diesmal nicht. Mortuum Cibus, Episode 3. Von Menschen und anderen Monstern. David, nimm dem Großmaul hier mal die Knarre ab. Die anderen durchsuchen den Rest. Wird gemacht, Chef. Los, komm schon her. Sophie, komm zu mir. Das wäre fast in die Hose gegangen. Hoch mit dir. Zu was bist du eigentlich zu gebrauchen? Hä? Richard, ich wollte nicht. Dieser Jan, er... Halt deine verdammte Schnauze. Ich entscheide später, was mit dir geschieht. Und jetzt geh mir aus den Augen. Ja, schon gut. Chef, diese Trottel haben sonst keine Waffen bei sich. Was sollen wir mit denen machen? Tja, was machen wir nur? Was machen wir nur? Ihr habt doch, was ihr wollt. Lasst uns einfach gehen und wir verschwinden von hier. Aber natürlich. Selbstverständlich. Sollen wir euch für unterwegs auch noch ein paar Schnittchen machen? Was für Schmackköpfe. Mit blutigem Aufstrich. Mach sie fertig. Bitte. Bitte lass uns einfach gehen. Karin, das sind Plünderer. Die lassen uns nicht so einfach gehen. Oh Gott. Plünderer? Jan. Schnauze. Vielleicht seid ihr noch nützlich für uns. Für die Mädels wird mir sicherlich noch etwas einfallen. Was, Jungs? David, pack die Bande hier zusammen und bring sie in die Zelle. Die anderen suchen den Eingangsbereich ab. Die sind garantiert nicht ohne Gepäck angereist. Mal sehen, was ihr mir Schönes mitgebracht habt. Alles klar. Machen wir, Boss. Na los, ja. Aufstehen. Und keine Dummheiten. Sonst pumpen wir euch mit Blei voll. Verstanden? Los, vorwärts. Na los, aufstehen. Macht, was man euch sagt. Möcht ihr Beine machen? Du auch. Miststück. Ist das Ende unserer Reise? Wird es so zu Ende gehen? Diese Fragen schossen mir durch den Kopf, als uns die Plünderer zurück in die Forschungsstation brachten und uns in eine kleine Zelle sperrten. Wie blutige Anfänger waren wir in ihre Falle gelaufen. Weiß der Teufel, was sie noch mit uns anstellen. Und Sophie? Wie sehr ich sie dafür verabscheute, mit solchen Verbrechern zusammenzuarbeiten. Was ist das nur für eine Welt? Menschen oder Untote? Was macht das schon für einen Unterschied? Sie alle sind Monster. Man kann niemandem vertrauen. Und jeder ist nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Eigentlich hat sich nichts geändert. Waren wir nicht immer auf unseren eigenen Vorteil bedacht gewesen? Freundschaft, Vertrauen oder Gemeinschaft, all das zählt in dieser neuen Welt nicht. Es zählt nur noch das Recht des Starken, egal was es kostet. Schweigend kauerten wir in der engen Zelle, als Simon die bedrückende Stille brach. Wir können hier nicht einfach so rumsitzen. Wir müssen was unternehmen. Dieser Kerl ist doch gestört, Mann. Und was sollen wir jetzt machen? Wir sitzen hier fest in dieser Zelle und alles ist meine Schuld. Du wolltest nur helfen. Genau das unterscheidet dich von diesen Plünderern. Niemand hält dich für schuldig. Mach dir keine Sorgen, Karin. Damit hat keiner von uns gerechnet. Ihr habt ja recht. Trotzdem fühle ich mich so beschissen. Viel wichtiger ist, wie wir hier wieder rauskommen. Diese Zelle scheint provisorisch eingerichtet worden zu sein. Vermutlich haben sie hier die Infizierten weggesperrt. Pläne machen ist ja dein Spezialgebiet. Was schlägst du vor? Ich will ja nicht die Spielverderberin sein, aber was sollen wir gegen diese Typen unternehmen? Wenn ich mich nicht irre, habe ich 6 Männer gezählt. Plus Sophie natürlich. Von ihren Waffen mal ganz zu schweigen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wer die Waffenkammer und die Lagerräume ausgeräumt hat. Das geht wohl auf deren Konto. Leute, glaubt ihr, sie sind auch für die Toten in der Eingangshalle verantwortlich? Sie hatten ja keine Bisswunden. Verdammt, ja!
Du sagtest noch, es seien keine Untoten, sondern Opfer. Oh Mann, diese Schweine. Das bedeutet doch nur, dass uns das gleiche Schicksal erwartet. Darauf kannst du wetten. Ach, hört schon auf. Das bringt doch alles nichts. Und? Habt ihr es auch bequem? Was wollt ihr von uns? Wann lasst ihr uns gehen? Immer noch eine große Klappe, was? Aber das wird dir schon bald vergehen, Soldat. Was soll das heißen? Nun, wir haben da ein paar Fragen an euch. Und ihr werdet sie selbstverständlich beantworten. Einen Dreck werden wir. Das werden wir ja sehen. Richard kann sehr überzeugend sein. Glaub mir. Und du wirst das gleich am eigenen Leib erfahren. Jungs! Nehmt den Soldaten mit. Und ihr geht alle einen Schritt zurück. Was? Sofern ihr weiterleben wollt. Was habt ihr vor? Was wollt ihr denn? Wo bringt ihr ihn hin? Nein! Schweine. Lasst ihn in Ruhe! Lass mich durch! Halt auf! Ganz bestimmt! Schweine! Los! Wartet! Das könnt ihr nicht machen! Halt's Maul! Und keine Bewegung! Haltet ihn fest! Oder wir exekutieren euch gleich hier und jetzt. Nimm seine Beine! Also. Lasst uns doch bitte gehen! Ich bitte euch! Macht euch keine Sorgen. Ihr bekommt ihn bald wieder zurück. Ob auch an einem Stück. Liegt an unseren Soldaten hier. Jan! Jan! Was wollt ihr denn von ihm? Was soll der Scheiß? Oh Gott. Was geschieht jetzt mit ihm? Was haben die denn vor? Oh Gott, wo habe ich uns da nur reingeritten? Ich weiß es nicht, Karin. Verdammt nochmal, ich weiß es nicht. Verdammten Schweine! Lass mich los! Die Unannehmlichkeiten tun mir wirklich sehr leid. Aber heutzutage kann man niemandem mehr trauen. Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Nicht wahr? Leck mich! Wie unhöflich! Oh, na na. Nicht so grob. Schon gut, schon gut. Der Gute wird noch gebraucht. Fangen wir mit einer ganz einfachen Frage an. Wie ist dein Name? Du kannst mich mal! Naja, aber irgendwie sollte ich dich ja ansprechen können. Also noch einmal. Wie ist dein Name, Soldat? Ich glaube, die anderen haben ihn Jan genannt. Jan? So, so. Also, Jan, ich will dich auch nicht länger belästigen als nötig. Daher kommen wir direkt zur Sache. Viel hattet ihr ja nicht dabei. Aber eine Sache war da doch recht interessant. Nur leider bin ich noch nicht ganz schlau daraus geworden. Das wundert mich nicht im geringsten. Du machst dein dreckiges Maul erst wieder auf, wenn es dir erlaubt wird. Oh. Oh. Dann wäre das ja geklärt. Also, Jan, ihr hattet eine Akte im Gepäck. Offensichtlich hier aus der Station. Wirklich sehr interessant. Wir wirst mir also sicherlich erklären können, was es mit Projekt Lazarus auf sich hat. Er spricht nicht. David? Der Chef hat dir eine Frage gestellt. Antworte gefälligst. Scheiß werde ich. Och, Jan, warum denn so stur? Es ist doch eine simple Frage. Du wirst es mir doch so oder so sagen. Ob du unser nettes Gespräch unversehrt überstehst, liegt ganz bei dir. Was ist Projekt Lazarus? Und was hat es mit diesem geheimen Labor auf sich? Wie gesagt, leck mich, Arschloch. Deine Entscheidung. Das wird jetzt etwas unangenehm für dich. Und glaube mir, das macht mir mit Sicherheit mehr Spaß als dir. Letzte Chance. Ich werde dir gar nichts sagen. Wie du willst.
Genieß die Show. Laura, das bringt doch nichts. Setz dich, bitte. Jan ist ganz allein da oben und wer weiß, was sie mit ihm anstellen. Ich weiß, aber wir können hier nichts ausrichten. Jan ist stark, das weißt du. Genau, er ist ein zäher Hund. Ja, aber er ist schon geschwächt. Es ist nur... Dieses tatenlose Warten macht mich einfach fertig. Wir wissen doch alle, worauf das hier hinauslaufen wird. Laura, das wissen wir nicht. Wir werden eine Lösung finden. Aber wir müssen jetzt die Nerven behalten, verstehst du? Auch wenn es schwerfällt. Rein mit dir. Jan! Jan! Was ist mit dir? Mein Gott! Jan! Was habt ihr mit ihm gemacht? Ihr müsst das positiv sehen. Er ist immerhin in einem Stück. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Freut euch auf morgen. Jan! Jan! Komm zu dir, Jan! Verdammt! Er ist bewusstlos. Laura, hilf mir! Oh, Gott sei Dank! Er atmet noch. Sind das Schnittwunden? Sie haben ihn gefoltert. Diese Mistkerle haben ihn gefoltert. Sieht so aus. Und morgen ist der nächste von uns dran. Ihr habt es ja gehört. Das hat er nicht gesagt. Er sagte nur... Karin, was soll er schon damit gemeint haben? Ich sehe das genau wie Simon. Mein Gott, Jan hatte so recht. Hä? Womit hatte er recht? Jan hat die Seite, auf der die Koordinaten eingezeichnet waren, verbrannt, kurz bevor wir aus der Station gelaufen sind. Ach, hätte er doch die ganze Akte verbrannt. Oh Mann, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Die Akte lag aber bei unseren Sachen. Sie werden die Akte also in jedem Fall gesehen haben. Oh nein, Projekt Lazarus, das Gegenmittel, das steht alles in den Aufzeichnungen. Ganz genau. Also könnt ihr euch denken, warum sie gerade Jan ausgewählt und gefoltert haben. Und noch haben sie nicht alles erfahren. Darauf wolltest du doch hinaus, oder? Das spielt doch keine Rolle mehr. Was sollen wir hier noch ausrichten? Und vor allem, wie lange sollen wir das überleben? Wären wir dieser Sophie doch niemals begegnet. Und doch, habt ihr mir geholfen? Was willst du denn hier? Sollst du uns ausspionieren? Du falsche Schlange! Na sag schon! Was willst du? Hört auf, so einen Lärm zu machen. Niemand weiß, dass ich hier bin. Und das sollen wir dir glauben? Du hast uns... Was? Was ist denn mit deinem Gesicht passiert? Richard verzeiht nicht und er vergisst nicht. Wer Fehler macht, wird eben bestraft. Von uns brauchst du kein Mitleid erwarten. Das kannst du vergessen. Das will ich auch nicht. Ich will, dass ihr mir helft. Dir helfen? Wir sollen dir helfen? Pah! Wartet, hört mich an. Es tut mir leid, dass ich euch in die Falle gelockt habe. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ihr wisst nicht, wie das ist, ganz alleine da draußen zu sein. Richard bot mir Schutz an und ich brauchte Schutz. Alleine überlebe ich nicht in dieser neuen Welt. Oh, das ist sehr ärgerlich für dich, Sophie. Ich will das alles hier nicht mehr. Es ist eine Frage der Zeit, wann ich ihm nicht mehr nützlich sein werde. Und dann ereilt mich das gleiche Schicksal wie schon andere vor mir. Wie? Andere vor dir? Was bedeutet das? Erst letzte Woche hat er einen seiner Gefolgsleute erschossen, weil dieser nicht mit seinen Methoden einverstanden war.
Er hat sich gegen Richard gestellt. Richard hat ihm einfach in den Kopf geschossen. Vor allen anderen. Einfach so. Dieser Mann ist ein Monster. Und wie sollen wir dir helfen? Was sollen wir hier drin ausrichten? Wie sollen wir helfen? Und warum sollen wir dir vertrauen? Gehört das nicht auch zu deinem falschen Spiel? Das ist der Deal. Ich gebe euch die Möglichkeit zu fliehen. Und dafür nehmt ihr mich mit. Was sagt ihr? Sagen? Zu was? Das ist kein Deal. Das ist Schwachsinn. Wie willst du uns zur Flucht verhelfen? Du glaubst doch nicht, dass uns dieser Richard einfach so hinausspazieren lässt. Du willst einen Plan? Den habe ich. Kurz vor Sonnenaufgang, also in wenigen Stunden, werde ich euch die Zellentür öffnen, euch an der Wache vorbeischleusen und in die Freiheit führen. Es gibt nur ein Problem. Ach so, nur ein Problem. Na dann? Lass sie ausreden, Simon. Ach. Wenn ihr eure Ausrüstung und Proviant wollt und diese Akte, müssen wir einen Umweg machen. Der Lagerraum ist verschlossen und wird bewacht. Die Wache hat den Schlüssel immer bei sich. Was ist mit Waffen? Wenn wir schon fliehen, dann richtig. Es gibt ein kleines Waffendepot. Das ist leider ebenfalls verschlossen. Richard hat als einziger den Schlüssel. Und da komme ich nicht ran. Euch bleibt nur die Waffe der Wache. Wir brauchen unsere Sachen, wenn wir überleben wollen. Ohne Jans Karte sind wir vielleicht Wochen unterwegs. Und Schwierigkeiten hatten wir bisher wohl ausreichend. Ihr seht euch also schon in Freiheit, ja? Und Jan, lassen wir hier liegen, oder was? Wir lassen ihn auf keinen Fall zurück. Simon, was haben wir denn noch zu verlieren? Dass wir was unternehmen müssen, steht außer Frage. Aber wie stellt ihr euch das vor? Sophie öffnet einfach so die Zellentür und wir spazieren hier raus mit einem bewusstlosen Jan Huckepack? Vertrau mir, mein Leben steht genauso auf dem Spiel. Und wenn alles gut läuft, wird uns niemand sehen. Die Wachen halten nur nach Streunern Ausschau. Die Burg ist sehr abgelegen und es verirren sich selten Menschen hierher. Ach natürlich, an den Wachen müssen wir auch noch vorbei. Jetzt warte doch mal, Simon. Das Ganze gefällt mir auch nicht. Aber ich sehe gerade keinen anderen Weg. Und wir brauchen Sophie, um hier rauszukommen. Sie kennt die Anlage besser als wir. Oder willst du einfach ahnungslos durch die Gänge schleichen? Denk dran, was der im oberen Stockwerk gehört hat. Willst du den Untoten direkt in die Arme laufen? Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt einen Unterschied machen würde. Fleischfresser oder diese Plünderer. Wenn uns niemand bemerkt, haben wir eine Chance. Ich meine, wir müssen es versuchen. Ich bin dabei. Simon? Ach, verdammt. Ja, so machen wir's. Ihr könnt euch auf mich verlassen. In einigen Stunden bin ich wieder hier. Und denkt an unsere Abmachung. Ihr nehmt mich mit. Versprochen. Wir lassen dich nicht zurück. Ich danke euch. Was ist das? Wo kommt ihr her? Ihr müsst mir vertrauen. Was soll das für ein Gegenmittel sein? Wo ist das? Hast du es? Vertrauen. Was ist das für eine geheime Station? Wo ist sie? Ich brauche eure Hilfe. Eine Seite ist mir gefehlt. Was ist an der freien Seite? Ich kann euch vertrauen. Scheiße. Warum seid ihr hierher gekommen? Ich werde euch befreien. Was haben die gesucht? Wer kennt noch diesen Ort? Vertrauen. Na, verflucht, der Bastard hat das Projekt ganz erwartet. Wo ist das Gittermittel? Er ist aufgewacht. Endlich. Ach, Gott sei Dank. Jan? Jan, wie geht es dir? Wir haben uns schon ernsthaft Sorgen gemacht. Also, Laura und Karin, meine ich. Schon klar. Oh, mein Kopf! Bleib liegen, es ist alles gut. Es sah schlimmer aus, als es ist. Du bist ein zäher Soldat. Das fühlt sich aber nicht so an. Was wollten die von dir? Was wollten sie wissen? Wir haben nicht mehr viel Zeit, Jan. Was meint ihr? Nicht viel Zeit. Jan, was wollten sie wissen? Richard hat die Akte entdeckt und wollte alles über Projekt Lazarus wissen. Habe ich es doch geahnt. Sie wissen nichts.
Auch nicht, wo das geheime Labor ist. Nur, dass es ein Gegenmittel geben soll. Du meinst, was wir noch fertigstellen müssen? Das spielt für diesen Psycho keine Rolle. Dieser Typ macht keine halben Sachen. Er ist ein Monster. Wir haben bereits davon gehört. Jan, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie fühlst du dich? Glaubst du, du kannst aufstehen? Karin, er braucht noch etwas Zeit. Die haben wir nicht. Das weißt du. Wenn Sophie ihr Wort hält, wird sie bald hier sein. Sophie? Was ist mit ihr? Wovon redet ihr? Es ist alles gut, Jan. Wir haben einen Plan. Wenn er mit Sophie zu tun hat, ist es kein guter. Diesem Miststück ist nicht zu trauen. Ich bin absolut deiner Meinung. Aber es ist eine Chance, hier rauszukommen. Vermutlich die einzige Chance. Wir müssen von hier verschwinden. Sie hat uns ihre Hilfe angeboten. Im Gegenzug nehmen wir sie mit. Das ist unser Deal. Sie schleust uns in die Freiheit. Spinnt ihr jetzt völlig? Nicht so laut. Wir haben es uns gut überlegt und wissen, worauf wir uns einlassen. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Sophie zeigt uns den Weg. Wir müssen allerdings eine Wache außer Gefecht setzen. Ich sag doch, ihr spinnt. Wir ziehen das durch. Und du kommst mit. Egal, was du davon hältst. Laura hat dich so gut es ging versorgt. Mehr können wir im Moment nicht tun. Freiheit. Vertrauen. Wahre Luxusgüter in der neuen Welt. Ich konnte es nicht fassen, dass sie einem Menschen wie Sophie vertrauen wollten. Einer Verräterin, die alles für ihren eigenen Vorteil machen würde. Die anderen hatten nicht erlebt, was ich erlebt hatte. Sie hatten nicht die rohe Gewalt und Mordgier in Richards Augen gesehen. Einen Funken Wahnsinn, befreit von den Zwängen der Gesellschaft. Hier war er sein eigener Herr. Hier hatte er die Macht. Und was wollen Menschen mit Macht? Sie wollen mehr davon. Das Gegenmittel sollte ihm genau diese verleihen. Es hatte sich zu einer fixen Idee entwickelt. Meine Freunde hatten recht. Wir durften hier nicht länger eingesperrt bleiben und den sicheren Tod entgegenblicken. Wir mussten die bittere Pille schlucken und uns einer Verräterin anschließen. Als sie plötzlich aus dem Dunkeln auftauchte, ballte ich unbewusst die Fäuste. Hey, aufwachen! Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Dann mal los. Jan, ich helfe dir. Komm hoch. Hier entlang. Wir müssen den Flur erreichen. Dann die Treppe ins Obergeschoss und dann nach links. Dort ist der Lagerraum. Habt ihr schon einen Plan, wie wir die Wache ausschalten? Jetzt kommst du ins Spiel. Du musst ihn für uns ablenken. Er muss mit dem Rücken zu uns stehen. Dann überwältigen wir ihn. Hoffentlich. Wir sind leider nur zu dritt. Ohne Waffen! Wir schaffen das schon. Wir müssen es schaffen. Auch ohne Waffen. Wir sind da. Seid ihr bereit? Dann lenke ich die Wache ab. Es darf nicht schiefgehen. Ich gebe euch ein Zeichen. Alles klar? So machen wir es. Hey, ich wollte nur mal gucken, okay, ob du nicht das muss jetzt sehr schnell gehen. Ich pack mir den Typen von hinten. Ihr helft mir, ihn festzuhalten. Er darf nicht schreien. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir machen das zusammen. Ich fürchte mich auch. Aber nur so kommen wir hier raus. Das klingt gut. So würde ich es auch machen. Achtung, Sophie gibt das Zeichen. Jetzt oder nie. War auch ganz schön was los heute, oder? Geschafft. Oh Mann, das war heftig. Den Schlüssel! Wir brauchen den Schlüssel! Hab ihn. Wir suchen unsere Sachen und dann raus hier. Nehmt alles mit, was wir brauchen können. Taschenlampe, Feuerzeuge, Seile. Okay, beeilt euch. Hier sind genug Rucksäcke für uns alle. Ich nehme der Wache die Pistole ab. Wartet mal. Hört ihr das auch? Wo kommen die Stimmen her? Ich höre es auch. Das kommt, glaube ich, von draußen. Oh nein, das heißt nichts Gutes.
Was machst du da am Fenster? Was hast du vor? Von hier aus kann man den Hof im Eingang sehen. Oh, verdammt! Da sind Streuner im Hof! Das Tor ist nicht mehr verschlossen! Und jetzt? Was geschieht jetzt? Das bedeutet, dass Richard alle im Hof versammeln wird, um die Streuner unschädlich zu machen. Sie versperren uns den einzigen Fluchtweg. Was? Was soll das heißen, einziger Fluchtweg? Die anderen Ausgänge sind versperrt oder blockiert und der Hof wird nicht bewacht. Das Tor hält die Untoten ab. Das hat bisher gereicht. Wir brauchen einen neuen Plan, und zwar schnell. Die Wache wird nicht ewig bewusstlos bleiben. Man wird sich fragen, warum er nicht bei den anderen im Hof ist. Da, ich sehe Richard im Hof. Die anderen folgen ihm. Sophie, was machen wir jetzt? Es muss doch einen anderen Weg hier rausgeben. Ich fürchte nicht. Leute, ich habe eine Idee. Und sie wird euch nicht gefallen. Garantiert nicht. Sag schon. Wir brauchen eine Ablenkung. Das ist alles? Natürlich nicht. Ihr wisst bestimmt noch, was ich in den oberen Stockwerken gehört habe. Auf keinen Fall, das kannst du vergessen. Das ist reiner Selbstmord. Ich verstehe nicht. Was hast du vor? Er will die Fleischfresser freilassen. Das ist seine Ablenkung. Aber das könnte klappen. Damit rechnen sie am allerwenigsten. Ich weiß nicht. Haben wir keine andere Möglichkeit? Ich mache das. Was? Wie bitte? Ich lasse die Untoten frei und locke sie zum Ausgang. Warum willst du das tun? Ich hasse ihn für das, was er mir angetan hat. Und für das, was ich für ihn tun musste. Außerdem kenne ich die besten Fluchtwege. Glaub bloß nicht, dass wir alles vergessen haben. Du hast uns das hier alles eingebrockt. Also überleg dir ganz genau, was du hier tust. Das habe ich. Und jetzt wollen wir sie gehen lassen? Einfach so? Das ist unsere einzige Option. Und besser sie als einer von uns. Immerhin versucht sie uns zu helfen. Also ich glaube ihr, dass sie es ernst meint. Seht nur, sie treiben die Untoten zusammen. Wir müssen was unternehmen, jetzt! Also, wir ziehen uns in den Eingangsbereich zurück. Dort verstecken wir uns. Sophie muss die Fleischfresser in den Hof locken. Wenn die Zombies angreifen, nutzen wir den Augenblick und schleichen bis zum Tor. Das ist der Plan. Klingt immer noch gefährlich. Das ist es doch irgendwie immer, oder nicht? Legen wir los. Also gut, wir treffen uns am Eingang. Wenn das mal gut geht. Ein kühner Plan. Doch es schien mir die einzige Möglichkeit zu sein, sicher aus diesem Gefängnis zu entkommen. Ich setzte meine Hoffnung auch in unser verstecktes Auto. Das Benzin war fast aufgebraucht, würde aber vielleicht für einen Vorsprung reichen. Nervös schlichen wir in die Eingangshalle und suchten uns ein Versteck. Minuten verstrichen, ohne dass wir etwas von Sophie hörten. Nur die Kampfrufe von draußen hallten leise durch die Station. Dann vernahmen wir Schritte. Und wenige Augenblicke später auch den Geruch. Den Geruch des Todes. Sophie! Sophie, hierher! Wir sind hier! Sie kommen! Ich habe es geschafft! Sie kommen alle hierher! Verdammt nochmal leise! Verdammter Scheiß! Wo kommen die denn her? Knallt diese Biester über den Haufen! Los! Los! Alles klar, Chef! Zielt auf die Köpfe, Jungs! Macht sie kaputt! Verdammt, helft mir los. Doch! Los! Schießt ihnen die Köpfe weg! Das ist unsere Gelegenheit! Los jetzt! Okay, Sophie, komm! Jan, brauchst du Hilfe? Das schaffe ich schon! Nur rennen kann ich noch nicht. Das sind zu viele, das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft. Ich kann schon das Tor sehen. Bleibt in Deckung. Auf die Köpfe, ihr müsst auf die Köpfe ziehen. Weiter, weiter, nicht stehen bleiben. Scheiße. Immer weiter. Ja, immer mehr. Sophie. Wo willst du hin? Oh nein. Lauf!
Lauf! Du dreckige Schlampe! Du hast uns verraten! Erschießt sie! Knallt sie alle ab! Das Tor! Wir müssen zum Tor! Jan! Komm hoch, wir müssen weiter! Jan! Scheiße, kommt schon weg hier! Die Fleischfresser kommen! Geht auf die Katzen! Dieser Mistkerl! Wo ist Sophie? Sophie! Ist doch egal! Wir müssen weg! Jan, komm hoch! Wir haben es gleich geschafft! Achtung, Karin! Es sind so viele! Das schaffen wir nicht! Doch! Wir schaffen das! Wir schaffen das! Achtung, hinter dir! Laura! Sie hörten Mortuum Cibus, Episode 3. Von Menschen und anderen Monstern. Eine Mein-Ohren-Kinoproduktion in Zusammenarbeit mit Hörtalk.